Der Blick aus dem Fenster lässt mich schon Böses erahnen. Ein dunkler Wald und 0 Grad Außentemperatur. Ich bin mit René verabredet. Ein Survival-Trainer, der Großstädtern wie mir zeigt, wie wir im Wald überleben können, wenn es mal drauf ankommt. René macht das rund 90 Mal im Jahr und ist normalerweise mit kleinen Gruppen unterwegs. Für mich gibt es eine Sondertour und schon nach 5 Minuten ein paar Pflanzen zum Verkosten. So wirklich überzeugt bin ich noch nicht. Doch wer Hunger hat, darf nicht wählerisch sein. Den kannst du auch so wegmumpeln. Ist alles Notnahrung jetzt, ne? Ja. Schmeckt wie Rucola. Ah, schon wieder was gefunden. Hat Bitterstoffe, ich guck ruhig aus. Da fand ich das besser. Die wilde Möhre, ne? Wilde Möhre war leckerer. Nächste Lektion, Feuer machen. Ist nicht der beste Zunder. Birkenrinde wäre klasse. Wir haben hier zwar ein paar stehen, aber da hängt halt Fusselkram dran. Aber wir finden schon noch ein bisschen was, dass wir gleich ein richtiges Feuer ankriegen. Dann brauchen wir noch trockenes, dünnes Ästchenkram und so weiter. Und wenn wir das, du wirst es gleich merken, das wird noch lange nicht reichen. Außerdem ist es Fichten. Wie kann ich mir das denn vorstellen als Menge? Wie viel brauchen wir denn ungefähr, um überhaupt ein Feuer starten zu können? Wenn ja zum Starten reicht, aber das ist ja in 2 Minuten weg. Und beim Holzsammeln ist es immer so, gibt es so eine Faustformel. Wenn du denkst, es reicht, holst du das Doppelte. Hier sitzen wir unter einem wunderbaren Regenschirm, wie hier unten drunter auch. Okay, das ist der Vorteil. Ne? Alles klar, ja, klar, wenn es richtig blättert, ist das was anderes. Aber im normalen Regenschauer sitzen wir hier und sind trocken. Und da du schon Hunger hast, wie wär's mit einem kleinen Snack? Das sind Mehlwürmer. Einer ist Quatsch. Und jetzt kommt das Thema im Wald. Wir reden doch über das Überleben, ja? Mhm. Jetzt kommt's, ich als Veganerin würde sagen, ich war jetzt ganz zufrieden mit dem Kraut, was ich hier gefunden habe. Ich habe jetzt noch nicht so schlimm Hunger, dass ich darauf zurückgreifen würde. Was würdest du sagen, wie lange überlebe ich in der Wildnis, wenn ich mich hier vegan ernähre? Gar nicht. Viel wichtiger als Mehlwürmer wäre mir jetzt ein bisschen Wärme. Das kriegst du so nicht an. Gehen erstmal beiseite. Und vor allem mehr von dem Zeug. Jetzt primpt man dein Feuer mal ein bisschen, weil langsam wird man nämlich auch schattig. Fünf Jahre später. Warte. Meine Zigarette brennt. Tja, mein Holz nicht. Langsam will ich das ja schon auch selber. Hat mich schon der Ehrgeiz gepackt. Und jetzt da drauf? Da schön daneben liegen. Mach daneben. Hin. Ja, ja, dann so wo es brennt halt. Ne? So, jetzt die Birkenrinde drauf. Ganz vorsichtig, ja. Und nächste drauf. So, und jetzt fängst du mit dem an. Mit dem? Okay. Ja, ja, du kannst auch dein anderes Zeug nehmen. Oh Gott. Stolze 20 Minuten habe ich für das Feuer gebraucht. An eine Pause darf ich allerdings nicht denken. René will Wasser und ein bisschen Waldklee für zwischendurch. Wie kam es überhaupt dazu, dass du, also wenn man dich jetzt so sieht, so naturverbunden bist? Das ist eine total heftige Geschichte. Ich hatte mal 88 eingesperrt in der DDR wegen Republikflucht. Dann bin ich in die Bundesrepublik gekommen und ich habe eine Macke da weggekriegt. Um es mal wirklich so zu sagen, ich konnte keine kleinen Räume mehr sehen. Das heißt, ich bin immer raus. So, und dann kamen die Bücher von Rüdiger Nehberg dazu. Dann habe ich mich natürlich irgendwann mal so ein bisschen illegal in den Wald reingeschlagen mit Übernachten und so weiter. Ist ja in Deutschland alles verboten. Also mit Feuer und sowas. Ne? Und dann habe ich ich habe da richtig Blut geleckt und dann ging es los. Wenn du das möchtest, machst dir was einfallen.
Bevor uns wieder kalt wird, holen wir uns auf dem Weg etwas Wasser zum Tee kochen. Noch ein paar Fichtenzweige mitnehmen und der Waldtee ist so gut wie fertig. Gab es bei dir schon mal eine Situation, in der du so ein bisschen Angst bekommen hast? Ja. Und dachtest, oh, da habe ich mich ein bisschen überschätzt in der Sache. Mit Gästen. Wir waren hier draußen und hatten ein Mordsgewitter gekriegt über Nacht. Und da ging uns schon die Pumpe, weil das hat geknallt und gerumpelt. Das war nicht normal. Du musst aufpassen. Könnte Knacke heiß sein, logischerweise. Wir probieren das mal. Prost. Ob er schon trinkbar ist. Ich lass dich zuerst probieren. Du meinst, wenn ich umkippe? Doch geht. Der Deckel außen ist heißer als wie was drin ist. Das ist ja jetzt nochmal so Equipment. Das hilft einem ja jetzt total weiter. Ja. Aber wenn man jetzt einfach so im Wald ist und gar nichts bei sich hat, wäre das nicht so ein Survival-Camp? Es geht bei mir darum, die Grundbedürfnisse zu zeigen. Dass sie das mit Abenteuer und Spaß also erfahren, wie funktioniert alles, wie kann ich. Weil du hast selbst gesehen, wie schwierig es ist. Und ja, wenn ich dir dann 4 verschiedene Arten zeige in dieser Zeit, du brauchst auch diese Zeit, es auszuprobieren, dein Erfolgserlebnis zu haben. Wie hast du das denn so erlebt? Freunde, Familie oder andere Leute, kommt da auch mal irgendwie sowas wie, oh, das ist doch verrückt oder was macht denn der da eigentlich? Also am Anfang, wo ich tatsächlich irgendwo meinte und den Wunsch geäußert habe, boah, es ist so geil draußen, ich könnte mir das beruflich vorstellen, da kam so die Sprüche, oh Junge, bleib beim Handwerk, hat goldenen Boden, ne? Und da kriegst du vielleicht mal ein, wirst nie davon leben können. Also, ja, und seitdem die Bude läuft, höre ich von überall, ja, habe ich dir doch gesagt, das hat doch funktioniert, ne? Also, wo ist alles richtig gemacht? Es ist einfach geil. Also, du hast natürlich, klar, geh deinen Weg, ganz einfach. Also, würdest du sagen, das ist schon alles mehr ein Traum und Spaß, als ja, dass also, du dir denkst, da könnte wirklich ernsthaft was passieren? Ich bin glücklich mit diesem Grundgedanken dahinter, dass ich überleben könnte. In der Form, ja. Also, gibt es hier so eine Art Sicherheit? Auf jeden Fall, na klar. Es geht weiter. René will eine Falle bauen. Üben für den Ernstfall. Wohl bemerkt, wir müssen jetzt höllisch aufpassen. Deswegen sind ja so ein paar Kleinigkeiten, die kein Mensch erkennen würde, vorbereitet. Und so, ein bisschen breiter machen. Mal gucken, ob der schon hält. Ja, sieht doch sehr gut aus. Der Rest ist über. Ich weiß, du blickst hier noch gar nicht durch, aber das kommt gleich. Das gut erkannt, ja. Reine, ist reine Physik. Gut, das war zu viel. Nee, ist gut, ich habe ja losgelassen. Geh ruhig mit beiden Händen hier vorne hin. Mit der hier Hand vorne? Ja, ja, genau. Nur hier? Nicht mehr berühren. Okay. Genau so. Okay, jetzt kannst du wieder weggehen. Ja? Wenn ich weg bin, so. Ich sag, boah, ist das lecker. Kommt vielleicht mit dem Brustkorb auch hier dran. Passiert nichts, aber wenn er reinbeißt. Aha. Wie sieht's aus? Traust du dich das? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich mache Versicherung. Wir können auch den Knüppel. Ich frage mich ja wirklich, in welchem Fall ich in meinem Leben, jetzt auch noch als Veganerin, zu diesem Punkt kommen sollte, dass ich mir eine Falle bauen muss im Wald, um ein Tier essen zu können. Nur in der Notsituation, wenn wirklich alle Stricke reißen. Halt fest. So. So. Pass auf, kannst du alles loslassen. Ich habe den fast. Vertrau mir, hock dich hin. Okay. Pass auf. Ja. Ja, aber war doch schon eine coole Aktion, ne? Ich habe auf jeden Fall was dazugelernt. Ja? Ja? Aber ich muss sagen, jetzt so zum Thema Survival Camp, ob ich jetzt so im Wald überlebt hätte. Ich weiß nicht, wie habe ich mich da so geschlagen? Also alleine, wie du gekämpft hast mit dem Feuer. Und als ich die leuchtenden Augen dann von dir gesehen habe, wie das so abging. Ey, krass. Naja. Eine Erfahrung war es sicherlich wert. Auf meine warme Wohnung freue ich mich jetzt trotzdem.